Hi, ich bin Matthäus vom Jugendbeirat Cuxhaven und ich engagiere mich für mehr Jugendbeteiligung, weil ich es wichtig finde, dass Jugendliche besser repräsentiert werden. Ich bin Luisa Schaudel vom Jugendbeirat Cuxhaven. Ich beteilige mich an der Jugendarbeit, weil ich finde, dass die Jugend im Moment ein bisschen untergeht in der Gesellschaft. Ich bin Daryl, ich komme aus Braunschweig und ich beteilige mich im Jugendforum dort. Wir setzen uns für die Jugendlichen in Braunschweig ein und ich finde Stimmrecht wichtig, weil Jugendliche gehört werden sollten. Ich heiße Leonie Fiedler, komme aus Rinteln und bin von der Aktion Jugend.com. Und ich finde Jugendrecht wichtig, da wir andere Sichtweisen haben, dadurch, dass wir andere Prioritäten setzen. Mitreden, gehört werden, mitentscheiden. Darum geht es an diesem Wochenende. Unter dem Stichwort Stimmrecht treffen sich Jugendliche aus 18 niedersächsischen Kommunen von Cuxhaven bis Rinteln. Was sie gemeinsam haben? Sie alle wirken aktiv in der Politik ihrer Kommune mit und treten für die Interessen junger Menschen ein. Zunächst geht es aber erstmal darum, sich kennenzulernen. In ausgewählten Workshops lernen die Vertreter von Jugendparlamenten, Jugendforen, Jugendräten und anderen kommunalen Beteiligungsformen, wie sie sich individuell in verschiedenen Themenbereichen weiterentwickeln können. Ja, mein Name ist Tobias Paulus, ich komme aus Aachen, studiere da Wirtschaftsingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau. In der Debatte selbst gibt es viele strukturierte Elemente und die können einem dabei helfen, einen Redebeitrag, eine Präsentation oder auch eine Diskussion zwischen Leuten strukturiert ablaufen zu lassen. Und was wir hier heute eigentlich lernen, ist, dass wir uns Werkzeuge überlegen, Werkzeuge entwickeln, die ich im alltäglichen Leben immer und überall einsetzen kann und damit überzeugender werde. Ich bin Regina Kirchmeier und heute gebe ich einen Workshop zum Thema Öffentlichkeit schaffen und ich komme von der Hochschule Hannover, ich habe PR studiert dort und ich glaube, Öffentlichkeit schaffen ist für die Jugendlichen ein sehr tolles Thema, denn die wollen natürlich wissen, wie können die für Themen, die sie begeistern, eben Öffentlichkeit schaffen und Menschen erreichen mit ihren Themen. Und genau, ich verknüpfe das Ganze mit der digitalen Kommunikation, das heißt, wie kann ich soziale Netzwerke für mich nutzen und bestimmte Themen eben verbreiten und Menschen erreichen. Ja, mein Name ist Dominik Ringler, ich komme vom Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung in Brandenburg und mein Workshop heute geht um das Thema Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung und wie können wir sie beteiligen. Die Ziele waren einfach so ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten. Was sind Fluchtursachen, was sind Fluchtgründe? Höhepunkt des Treffens ist Tag 2. Mirko Heuer, der Bürgermeister der Stadt Langenhagen, hat die Gruppe in das örtliche Rathaus eingeladen. In einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Landespolitik und Wissenschaft wird über Themen wie das Jugendwahlalter oder repräsentative und projektbezogene Interessensvertretung von Jugendlichen in der Kommune gesprochen. Dieses Gespräch ist aus einem Entwicklungsprozess des inzwischen zum dritten Mal stattfindenden Projekts Stimmrecht heraus entstanden und das Ergebnis einer kleinen Erfolgsgeschichte. Daniela Rump ist Mitglied im Jugendrat des Kinderschutzbundes und kennt das Projekt schon von Anfang an. Also im ersten Jahr ging es darum, überhaupt mal zu schauen, wo überhaupt Beteiligung umgesetzt wird, in welchen Kommunen. Im zweiten Jahr ging es darum, überhaupt erstmal sich mit Politik auseinanderzusetzen, also mit den Grundformen, was für Ebenen gibt es eigentlich, wer beschäftigt sich mit welchen Themen. Und jetzt im dritten Jahr geht es eben darum, an die Öffentlichkeit heranzutreten, eine Diskussion zu machen und auch der Politik zu zeigen, dass Kinder und Jugendliche sich auch mit einbringen wollen. Und das vor allem auch aktiv. Politische Partizipation geht über reines Gehörtwerden hinaus. Das Ziel ist Mitbestimmung. Professor Dr. Waldemar Stange ist Professor im Bereich Bildungsforschung an der Leuphaner Universität in Lüneburg. Er hat sich intensiv mit dem Thema Jugendpartizipation beschäftigt. Grundsätzlich ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Beitrag für die Inklusion der Gruppe Jugendlicher in die Gesellschaft. Immer dann, wenn ich jemanden exkludiere, hat das Folgen, psychologische Folgen, soziale Folgen und so weiter. Und da machen wir vieles falsch bisher. Die Jugendlichen müssen integriert werden. Und Integration,
der Jugendgruppe Jugend in die Gesellschaft heißt, dass man ihnen Rechte gibt, dass man sie beteiligt, dass sie mitreden dürfen. Heute tauscht er sich hier intensiv mit Vertretern von Jugendparlamenten aus. Gerade erst hat er an einer Studie für die Bundesregierung mitgearbeitet, die sich vor allem mit der Verbreitung von Kinder- und Jugendparlamenten in Deutschland auseinandersetzt. Politik geht alle an und es gibt die verschiedensten Wege, seine Interessen durchzusetzen. Das wurde mehr als klar an diesem Wochenende, aber wie war es eigentlich? Also ich fand es sehr schön, vor allem auch zu sehen, wie läuft das bei anderen, in anderen Städten, Bezirken, wie auch immer. Also ich fand das Wochenende insgesamt ganz super. Gerade der Austausch so wieder mit den anderen Jugendparlamenten, Jugendgremien und Jugendrätern und Beirätern. Mir hat es als Fachkraft sehr gut gefallen, mit den anderen Fachkräften sich einfach mal auszutauschen, was für Projektideen die haben und einfach mal ins Gespräch zu kommen. Besonders gefallen hat mir, dass wir Soft Skills trainieren konnten, wie zum Beispiel Redefähigkeit und natürlich, dass wir uns mit anderen Gruppen vernetzen konnten. Die Möglichkeit, sich zu vernetzen und neue Inspirationen mit nach Hause in seine Kommune zu nehmen, ist auch im nächsten Jahr wieder möglich. Dann geht das Projekt Stimmrecht in die vierte Runde und trägt wieder zu mehr politischer Jugendbeteiligung auf Augenhöhe bei.